Moin Jungs und Mädels, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu SoTV. Ich wollte euch nochmal ein kleines Unboxing machen. Ich habe jetzt mal einfach mal in den einen Laden gestöbert und mir einfach jetzt irgendeine Halterung geholt. Diese ist eigentlich jetzt dafür gedacht, um in die Frontscheibe reinzumachen, um jetzt zum Beispiel das Navi zu sehen, um zum Beispiel jetzt eine Freisprecheinrichtung zu nutzen, um zu telefonieren während der Fahrt halt mit Freisprecheinrichtung, gell? Seht ihr ja auf dem Bild hier. Ich wollte euch dazu nochmal ein kleines Unboxing machen, halt. Was bringt mir das? Was werden wir damit machen und sowas? Ich habe zwar jetzt gerade kein Handy da, weil ich ja mit dem Handy, was ich das machen werde, werde ich das Ganze filmen. Filme ich das ja gerade. Und ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall klipst man das einfach hier so dran, ne? Ihr seht es ja auf den Bildern. Die ist von Metexa. Ist halt einfach fürs Auto gedacht, ein Universal Smartphone-Adapter halt. Da kannst du jedes Handy mit reinklipsen, egal welche Größe. Hier steht, na, aktualisiert das mal bitte. Hier steht nochmal drauf, wie viel. Also die Größe nochmal, das ist alles eigentlich relativ Hupe hier. Steht nur drauf, ein Universal Smartphone-Halterung fürs Auto halt einfach nur. Das selbst hier, ja, hier gibt es Vanille-Cola. Ausnahmsweise mal. Die Halterung selbst ist einfach hier so eine. Da klipst man einfach nur das Handy dran, indem man einfach nur hier drauf drückt. Dann öffnen die sich und je nachdem, wie breit euer Handy ist, könnt ihr das dann hier einfach nur zusammenschieben. Schiebt ihr das hier einfach so. Hoppala. Ich will es nicht gleich kaputt machen. Ja, Kacke. Schiebt ihr das hier halt mit einer Hand, ist halt doof, vorsichtig zusammen. Und ja, wenn ihr es halt nicht mehr benötigt, macht das halt wieder auf. Und wenn ihr es jetzt hinstellen solltet, habt ihr sogar extra noch solche Füße, da wird das hier nochmal dann gehalten, das Handy dann. Also wenn ihr es hochkant so nehmen wollt, solltet das Handy. Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, kein Handy da. Wenn das jetzt hier das Handy ist, könnt ihr das halt einfach so reinmachen, ne? Und könnt das so festklipsen. Und dann seht ihr halt, es kann nicht rausfallen. Ja, damit werden wir mal ein paar Videos machen. Mit der Kamera, ich hab da so ein paar Sachen vorbereitet. Einen Auspuff werde ich mal während der Fahrt filmen und solche Sachen. Und wenn ich das jetzt hier bei meinem Rostvideo verwenden werde und das Ganze filmen werde, werde ich dann da auch das dran machen. Das kann man dann die Außentür dran machen, hält garantiert. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, ist es halt so, dann kann man das einfach so auf den Fußboden stellen, weil es hat ja hier so einen Saugnapf. Für die Leute, die sowas halt verwenden, ne, bitte dran denken, nicht einfach nur hier so dran zerren wie so ein Blöder, wenn ihr das an der Scheibe habt, hier diesen Nippel machen. Der Nippel ist da nicht ohne Grund dran und demzufolge könnt ihr den halt einfach verwenden und macht das einfach ab. Ja, es war ein kleines Spontanvideo, kleines Unboxing hab ich mir gerade eben so geleistet oder wir. Wir haben noch so ein paar andere Sachen, werde ich nochmal ein kleines Unboxing machen, was wir jetzt neu haben. Eventuell, wenn ihr lieb seid, ich mache euch noch dann mal ein Video, was wir für Equipment noch verwenden werden für unser dann für unser Rostvideo. Und ja, ich hoffe, es hat euch das kleine, aber feine Video gefallen. Erstmal ein kleines Spontanes. Und ja, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen und hören uns wieder in einer anderen Folge, in einem anderen Video. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, sollte ich noch irgendwelche Neuerungen haben oder irgendwas anderes, dann werde ich dazu nochmal ein kleines, aber feines Video machen. Und dann bis später, Leute. Macht's gut.